Okay, ich glaube, das war es. Wir haben alle erledigt. Muss ich mal in Ruhe nachladen jetzt. So. Nein. Jo, davon haben wir nicht mehr so viel. Ich guck mal, ob ich welches herstellen kann. Wo war das nochmal? Hier? Ja. Davon haben wir zwei. Hiervon vielleicht. So ein bisschen. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen. Okay, ich glaube, ja, jetzt können wir hier keine mehr machen. Rohrbombe. Ja, gerade nicht. Ich glaube, wir sind okay. So ist es okay. Ach so. Jetzt haben wir, ja, wieder ein paar. So. Dann sammeln wir unsere Beute mal ein, weil irgendwo liegen ja hier noch Überreste von den Kollegen. Wir hätten die auch übrigens ein bisschen betäuben können. Haben wir jetzt aber nicht gemacht, egal. 670 Lei. Ein perfekter kristalliner Schädel. Schön. Das lese ich doch gerne. Das lese ich gern. So, hier ist nichts mehr. Ist hier irgendjemand umgekommen während der mit der Mine oder so? Nee, ne? Schade. Okay, wir gehen wieder weg. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Das gefällt mir alles nicht. Hier können wir nicht hoch, oder? Hier nicht einfach festhalten dran und dann da hochsteigen? Ich glaube nicht. So. Hier geht's zurück. Gibt's hier noch irgendwas? Auch nicht. Es ist wirklich. Oh, hier, guck mal die Kiste. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn zu der Ehre? Na, hallo. Immerhin 280 Lei. Können wir gut gebrauchen. Guck mal, wie das hier aussieht. Das ist schon sehr gespenstisch. Okay, weg damit. Huch. Irgendwie, irgendwas ist mit dem. Okay, so. Irgendwas ist mit der Leitersteuerung verkehrt. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber es gefällt mir nicht. Okay. Hier müssen wir lang. Ja, dann machen wir das doch direkt. Hier geht es raus. Ja, oh, okay. Das ist mir noch nie passiert. Ist einfach losgegangen. Ja, kann passieren. Freunde, es kann passieren. Es ist auch spät. Und ich bin sehr nervös. Okay. Haben wir hier irgendwas? Das ist ein Grab, aber von wem? Mit einer Pfanne. Pfanne kann ich mir nicht schnappen. Egal. Das sieht ja krass aus hier. Okay, hier ist ein Windrad, das sehr schnell läuft und da ist eins, das nicht mehr ganz so rund läuft. Okay, cool. Junge, ganz ruhig. Ist das nur der eine?
verarschen. Okay, das war nicht so gut. Wow. Alter, was geht mit meiner Pistole? Habe ich jetzt plötzlich eine Desert Eagle oder was? Das nehme ich mit. War da nicht noch irgendjemand? Ich habe, glaube ich, im Augenwinkel irgendjemand gesehen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht täusche ich mich. Ich hoffe, ich täusche mich. Auf jeden Fall liegt hier Geld rum. Warum auch immer. Warum liegt hier Geld rum? Einfach so? Was ist hier los? So, die nehme ich auch mit. So, immerhin. Was ist das da? Kann man da hin? Ist das eine Kiste? Das sieht aus wie eine Kiste, oder? Wir gehen jetzt mal hier rein. Super dunkel hier drin, deswegen... Ein Motorboot. Okay, keine Ahnung. Wir gehen da gleich mal hin. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass man auf einem Boot sich rumbewegt. Oh, da ist noch was zum Lesen. Hier ist nichts. So. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde sein Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Gut. Ein riesiger Fisch. Ist das gut? Glaube nicht. Alter, was mit der Axt hier? Kann man die Axt eigentlich? Kann man nicht. Ich brauch's gar nicht versuchen. Okay. Wir haben den Bootsschlüssel tatsächlich. Haben wir gerade gefunden. Ja, dann nutzen wir den noch direkt, oder? Und wo ist dieser Fisch? Wo ist dieser Fisch? So. Huch. Oh, wow. Das ist ja ganz komisch hier mit dem Boot. Stausee. Mhm. Komme ich irgendwie da hinten hin? Das ist ja ganz komisch. Ich möchte zu der Kiste da. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich drumherum, oder? Nein. Vielleicht müssen wir da lang und dann hier irgendwie. Was ist das für ein riesen Tor da hinten? Okay. Ich glaube, wir müssen den großen Weg drumherum machen. Ist auf jeden Fall ganz komisch, hier mit dem Boot rumzufahren. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Bäh. Okay. Ach, guck mal hier. Tschüss. Ich hab dich gesehen. Was war das? Junge, was war das? Das war mein Herz, das gerade auseinandergeflogen ist. Was denkst du denn, was das war? Okay, krass. Komme ich hier irgendwie zu dem... Ich komme hier nicht dahin. Ich komme von hier nicht zu dieser Kiste. Vielleicht muss ich komplett drumherum?
Der ist ja komisch. Okay. Bringt nichts, wir kommen da nicht lang. Boah, es ist dunkel. So, okay. Das war ganz komisch hier mit dem Boot rumzufahren, aber hey, wir haben es geschafft. Gerade so. Junge, dieser Fisch. Das hat mir gar nicht gut gefallen. Okay. Was ist hier los? Wo muss ich hier lang? Was muss ich hier tun? Ohne dass ich sterbe, bitte. Kann ich hier lang? Oh, Tatsache. Das ist ja ekelhaft, hier lang zu laufen. Muss ich hier lang? Okay, Moment. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob man hier an dem Ding vorbeikommt. Oh ja, es geht. Was ist das denn? An der Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Was zum Henker? Wer bist du denn? Alter! Halt still, verdammt! Ethan! Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Warum? Was ist denn jetzt los? Zurück. Immer bei Zwischensequenzen. Wenn dir jetzt was zustieße. Aha. Ach ja? So schade. Wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wenn ich diese Waffen dann bekomme. Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagst du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Mit dem Pilz. Da hinten ist der riesige Fisch, Freunde. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Pass auf! Alter! Ach, guck mal, wer da ist. Junge. Shit, bleib weg! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Aha. Ich hab keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie. Bereit! Hat sie dich geschickt, um dich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht! Oha. Das ist unfair! Alter, das ist ich ekelhaft. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du! Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott, Mutter, warum? Warum? Was? Ich glaube, ich muss weg. Ich habe so einen leisen Verdacht, dass ich weg soll. Okay, das war die richtige Entscheidung.
Oh mein Gott. Oh. Wäre ich doch diesen Weg gegangen, Mann. Oh, verdammt. Mist. Wer weiß, was ich da gefunden hätte. Was jetzt? Moros Klinik, nach links. Vielleicht sollte ich dann noch lieber hier lang, nach rechts. Haben wir noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nein, ich glaube nicht, ne? Okay, wir gehen runter. Ja, Moros Klinik, da lang. Kann ich denn hier irgendwas noch machen? Das sieht sehr nach Sackgasse aus, ehrlich gesagt. Wie wäre ich denn an diese Kiste rangekommen? Das frage ich mich jetzt echt. Mist. Egal. Ist halt so. Tschüss. Weg hier. Kein Bock mehr hier auf diesen Fisch. Was ist das jetzt hier? Verflutet, hat er gesagt. Aha. Pförtnerhaus. Okay, da ist der. Der Fisch ist immer noch am rum. Oh. Was geht denn hier ab? Was kann man denn hier machen jetzt? Oh. Was? Wer lacht denn hier so? Hier so gelacht? Okay, was ist das jetzt? Okay. Wenn ich das Wasser ablasse, scheint nicht genug Strom drauf zu sein. Okay. Also ich brauche Saft, wie es aussieht. Okay, und was ist das hier? Alles schön beschrieben, weißt du? Windmühle, aha, Electricity. Erstens, man muss Elektrizität herstellen. Okay. Was? Betriebsanweisung, Stausee Pförtnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens, setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Ja, das kriegen wir hin. Zweitens, bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Okay. Cool. Das macht doch riesen Spaß. So, da ist eine Tür und hier ist eine Tür. Ja, was ist jetzt der richtige Weg? Ich hab keine Ahnung. Oh, da ist eine Tür. Alter, wie zum Henker kommst du hier rein? Jetzt mal ernsthaft. Kann ich hier raus? Hier kommt man raus, ja. Aber komme ich von hier zum Duke? Nicht wirklich. Einmal aufmachen, bitte. Chemikalie, cool. Auf dem Pisspot finde ich eine Chemikalie. Das sollte mir eigentlich zu denken geben. Okay, wir müssen da hinten hin, um den Strom anzubekommen, glaube ich. Das heißt, ich gehe jetzt erst einmal zum Duke. Hallo. Junge, ganz ehrlich, wie ist der hier reingekommen? Ich mein Rätsel. Hier kann man auch speichern, sehr gut. Ja, hi. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Da ist ein Geschenk für dich angekommen. Was? Ein Geschenk? Da bin ich mal gespannt. Wo ist es, das Geschenk? Das muss ja umsonst gewesen sein. Also es muss ja umsonst sein, ein Geschenk. Nicht? Du Lügner. Werkstatt.
Erstmal. Oh Gott, ey, was ist denn? So. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Also ab und zu funktioniert das nicht. Ich weiß nicht warum. Werkstatt noch nicht. Feinkost. Kann ich hier irgendwas noch machen? Nein, da fehlt uns noch was. Da fehlt uns auch was. Uns fehlt so einiges noch. Ich kann gar nichts machen. Okay. Alles hat seinen Preis. Was kann ich denn verkaufen? Hier diese kristallinen Schädel. Die kann ich ja alle weghauen. So, bestätigen. Schwere Zeiten, Ethan. Für 10.000. Silberring, auf jeden Fall. Ja, ciao. Eine Halskette aus Gold. Es scheint etwas zu fehlen. Das will ich noch nicht verkaufen. Dietrich auch nicht. Nee, sonst will ich nichts. Was ist denn mit dir? Sonst will ich nichts verkaufen. Werkstatt. Kann ich irgendwas verbessern? Ja, außer die Magazingröße. Wobei, die Magazingröße ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Aber dafür will ich kein Geld ausgeben. Sorry. Waren. So, was hat er denn? Er hat gesagt, irgendwas haben wir bekommen. Raketenpistole. Was? Was? Ein Raketenwerfer von der Größe einer Pistole feuert spezielle Raketenpistolenmunition, die beim Einschlag explodiert. Was? Dein Ernst? Feuerkraft 500. Ja, warum nicht? Oder? Für 10.000? Ja. Freust du dich drauf, es auszutesten? Ja, eigentlich schon, ja. Herstellung Raketenpistolenmunition. Auch 10.000. Eine interessante Wahl. Ja, das finde ich auch. Ich bin gerade so ein bisschen, wo habe ich das her? Wo habe ich diese Raketenpistole her? Verbesserter Griff brauche ich nicht. Verbesserter Kolben. Nö, brauche ich alles nicht. Werkstatt. Wo ist denn diese Raketenpistole? Kann man die nicht verbessern? Ja, toll. Bis nächstes Mal. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Wo ist denn Raketenpistole? Die sieht ja lustig aus. Okay. Ja, ich meine, warum nicht? Vielleicht jetzt nicht als Pistole verwenden, oder? Oh, die haben wir schon angelegt. In unserer linken Jackentasche. Ist das so? Das will ich sehen. Tatsächlich. 7 Raketen haben wir jetzt. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was das... okay. Moment, kann ich die Munition dazu herstellen? Und was brauchen wir dafür? Raketenpistolenmunition. Wir brauchen Kraut? Was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, cool. Ja, danke, Monsieur. Ich speichere kurz ab. Alter. Raketenpistole, let's go. Das schaue ich mir mal an. Okay, wir brauchen Strom, um das Ding zu bedienen. Wir gehen also hier lang. Zu der Windmühle. Ja, Monsieur Duke, ist gut. Okay. Das ist komisch. Egal, ich nehme es natürlich sehr gerne an. Aua, sorry, liebes Mikro. Was ist das denn? Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Jo.
Wurf. Nein. Nein. Ja. Komm schon. So. Geflügel, Sinks, noch mehr Geflügel und noch mehr Geflügel. Die armen Hühner. So. Haben wir sonst irgendwas? Was bist du denn? Kristallfragment. Ja, nehme ich. Danke. Einfach in so einer Kiste ein Kristallfragment. Okay. So random, plötzlich. Ging es hier noch irgendwo hin? Oh ja, hier ging es noch irgendwo hin. Kann man hier durch? Das hätte ich fast übersehen. Ja gut. Dann müssen wir wohl hier lang. Die Kurbel kriegen wir also gleich. Ich hoffe, dass wir die gleich bekommen. Pistolenmunition, danke. Warum nicht Raketenpistolenmunition? Das wäre viel lieber. Die probieren wir beim nächsten Bossfight mal aus. Mal gucken, was dann so abgeht. Raketenpistole. Das ist die Kurbel, ne? Oh. Oh, wow. Echt jetzt? Die einfach abgebrochen. Ja, wir brauchen nicht die Brunnenkurbel, wir brauchen eine richtige. Verstanden. Flintenmunition. Wie viel haben wir davon jetzt? Geht. Da geht immer ein bisschen mehr. Wir sollten hier mal ein bisschen aufrüsten. Okay. So, hier können wir auch rein. Wo ist der riesige Fisch? Das sieht schon echt krass aus von hier. Oh. Tschüss. Oh, da fällt mir ein, Raketenpistole. Doch, die bekommt man, wenn man diese Dinger hier kaputt macht. Diese Ziegendinger. Als Belohnung. Stimmt, da war noch irgendwas. Man muss eine bestimmte Anzahl von den Dingern zerstören. Dann erhält man Boni. So war das. Dann habe ich mir das ja redlich verdient. Okay. Mit der Leiter funktioniert wieder. Nichts für uns. Okay. Was liegt hier denn rum? Für ein Getreide. Okay. Auch nichts Interessantes für uns. Die Leiter möchte ich nicht nochmal hochsteigen. Also noch nicht. Okay. Und schon sind wir wieder draußen. Und lass mich raten, gleich kommt uns der kleine Fisch besuchen. Der kleine. Bitte greif uns nicht an, danke. Ganz komisches Gefühl. Gefällt mir nicht. Pistolenmunition liegt ja einfach so rum. Okay, klar. 70 haben wir jetzt noch in petto. Oh, okay, das kann man bestimmen. Macht Sinn. Haben wir den jetzt angelockt mit diesem Geräusch? Bist du nicht zu futtern? Okay. Bleib bloß da, Mann. Okay, einfach. Oh mein Gott.
Okay, wow. Komm schon, komm schon. Fällt das nicht um? Warum fällt das nicht um? Junge, wie das aussieht. Okay. Ja, und nu? Hab ich hier... Hä, muss da irgendwas noch... Muss da hier irgendwo noch was zerstören wahrscheinlich, oder? Doch verarschen, ich gehe doch hier nicht drüber jetzt. Auf und runter! Oh mein Gott. Was passiert denn, wenn ich hier hingehe? Oh, da! Mist! Nein! Nein, 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 komm schon! Ich glaub's nicht. Okay. Tschüss! Schnell weg hier. Okay. Komm, 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 komm. Hier sind wir hoffentlich einigermaßen safe. Wahrscheinlich nicht. Oh, da ist ja noch was. Da gehe ich noch mal gerade hin. Thank you. Wie komme ich denn da dran? Okay, wahrscheinlich jetzt noch nicht. Oh, hier kann ich runter. Okay. Mhm. Junge, lass mich. Ist ja ekelhaft. Bah. Komm schon. Okay. Okay, ich muss irgendwie wieder da hochkommen. Das ist nicht gut. Okay. Ja, verstehe. Das ist mit Zeit. Okay. Das ist mit Zeit. Okay, ich muss mich beeilen. Okay, das hat geklappt. Magnum-Munition.
Auf jeden Fall. Wir haben leider die Magnum noch nicht. Die habe ich entweder nicht gefunden oder noch nicht gekauft. Okay. Oh mein Gott, hier soll ich dran vorbei? Offensichtlich muss ich das. Ich bin der Beste! Pistolenmunition, thank you. Junge, ist das nervenaufreibend. komm ich da hin? Nein. Jetzt vielleicht? Okay. Das hätten wir. Ist hier irgendwas für uns? Glaub nicht, ich sehe nichts. Ich werde wahnsinnig. Ach, wir sind wieder hier. Okay, ja, perfekt. Perfekt. Jetzt das Ding hier runter und dann haben wir's. Boah, ist das eklig. Okay. Danke sehr. Oh. Komm schon. Hier ist ein Hebel. Wow, was für ein Fang. Ein fettes Schiff einfach. Okay, klar. Warum nicht? Ich muss hier weg. Okay, ich muss hier weg. Alles klar, tschüss. Doch, was? Ich komme immer an diesen Knopf, glaube ich. Das ist nicht gut. Es tut mir leid. Es ist ätzend. Verdammt. Oh. Es ist. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht hier. Oh, okay, zum Glück. Okay, wir beeilen uns. Das war jetzt echt blöd. Ich muss hier weg. Ja. Komm schon. Komme ich denn hier weg? Oh. Okay, alles wird gut. Ist ein
bisschen dunkel hier. Haben wir noch irgendwas? Nee. Oh, da ist die Kurbel. Sehr gut. Gute Kurbel. Da kann man hier nicht hochklettern. Hochklettern? Warum machst du das nicht direkt? Kann man jetzt hochklettern? Ja, kann man. Okay. Ich beeil mich ja schon. Oh. Junge! Oh, ich kack mir in die Hose, Mann. Das doch. Oh, man hat immer so ein angespanntes Gefühl dabei. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Okay. Okay, Schleusentor öffnen. Das heißt, wir haben wieder Elektrizität, ja? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, wir gehen zurück. Ja, es brutzelt schön. Das klappt. Perfekt. Da bin ich mal gespannt. Ob wir das jetzt hier locker hinbekommen. Achso, das ist ja nur hier. Ah, okay. Oh. Ups. Also so muss es aussehen. Ja. Wie kriege ich das denn schwarz? vielleicht. Oh, vielleicht so rum. Oh, vielleicht so rum, ja. Blau. Blau, rot, weiß. Rot ist richtig. Rot, weiß, blau. Okay, das macht Sinn. Einen Weg rausfinden. Na, wer... Geschafft! Was heißt denn geschafft? Wo muss ich denn hin? Oh, das Wasser geht runter. Ja, 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 verstehe. Das hört sich nicht so gut an, ehrlich gesagt. Oh. Das Wasser geht immer weiter runter. Mhm. Okay, cool. Monsieur Duke. Okay, ich würde sagen, ich weiß, was jetzt kommt. Es kommt jetzt der Bossfight mit Moreau. Allerdings machen wir das nicht mehr heute. Ne? Du bist mein Zeuge. Wir machen das in der nächsten Aufnahmesession. Versprochen. Ich bin sehr aufgeregt. Es ist sehr spät. Ich bin sehr müde. Wir machen das in der nächsten Folge. Wir werden gegen dieses Scheusal kämpfen und wir werden siegreich sein. Jawohl. Das verspreche ich. Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.